Und jetzt ist es Zeit zu verschwinden. Mal kurz gucken, ob hier irgendwer ist. Mein Schiffchen ist ein bisschen defekt. Aber nur ein bisschen. Also ich kann noch, ich glaube, ich kann noch damit fliegen, oder? Ja. Irgendwas hat mich stark beschädigt. Egal. Ich hau ab. Kann man ja reparieren. So. Hui. Also, wir sind 300.000 Alpha UEC reicher und trudeln ein bisschen, aber das hat sich trotzdem doch mehr als gelohnt. Ja, das erste Drittel haben wir damit schon mal. Ach, das sind diese dummen NPC-Cutlasse. Ich hau einfach schnell ab. Das ist eine NPC-Cutlasse gewesen. Die schießt, die kommen vorbei und dann nerven die. Da ist er, seht ihr ihn? Bescheuert. Aha, geh weg. Muss hier weg. Oh Gott, schnell weg, schnell weg. Muss schnell weg. Ja. Das ist schlecht. Ich hasse diese Cut des Blacks einfach. Die kommen so random und dann, naja. Gut, jetzt können wir's. Aber, Hilfe. Müssen halt mal gucken. Jetzt bin ich hier in meinem Schiffchen ein bisschen gefangen. Huch. Warte mal, vielleicht kann ich überleben. Ich muss nur ein bisschen was sehen. Mach hier mal auf. Nein, nicht rausfallen. Schön drin bleiben. Oh Gott. Ich muss rausspringen aus dem Schiff, bevor ich aufschlage. Dann überlebe ich das. Das versuchen wir mal. Ich darf noch nicht vorher rausfallen. Bin eh noch zu hoch. Alles noch gut. Aber wir kommen dem Boden schnell näher. Hier nichts. Ah! Okay, ich bin rausgebackt. Das ist aber echt gemein. Bin ich noch in Fight? Vielleicht schaffe ich es ja, aus dem Kampf zu kommen. Bevor ich unten aufknalle. Ich bin jetzt rausgebackt. Aber ist nicht schlimm, ist kein Problem. Ich habe 3000 plus gemacht, ich zeig's euch mal kurz. Mann, ich kann gerade nicht im Flug, ne? Nee. Gehört alles zum Spiel, genau. Das passiert halt. So, Schiffchen ist kaputt. Noch in Fight, verdammt. Alte 4, nee, hilft nicht. Hilft nicht. Fallschirm wäre nice, ja. Oder ein Mod, der beherzt eingreift und mich aufsammelt. Aber das haben wir jetzt nicht. Ich bin alleine. Muss damit leben. The Steed, Dankeschön für 22 Monate mit Prime. Ist aber an sich gar nicht so tragisch, dass wenn ich jetzt hier sterben würde, meine Leiche ist noch hier dann, aller Voraussicht nach. Und da kann ich mich einfach looten. Das ist so gemein. Der Infall-Timer ist so lang. Aber ist nicht so schlimm. Kein Problem. Ja, ich hätte schnell mit den Armen wedeln müssen. Ja, macht nichts, kein Problem. Dafür nur gleich mal her. Aurora ist ja sofort geclaimed. Looten die Leiche. Alles cool. Ich finde es immer wieder interessant, wie es hier das einzige mir bekannte Spiel ist, wo die Spieler bei einem Bug oder so sagen, naja, ist halt eine Alpha. Ich kenne ganz viele Spiele, wo das so ist. Also eigentlich bei jeder Alpha sagen die Spieler in den meisten Fällen, ja gut, ist halt eine Alpha. Ich meine, ist halt so. Es ist ja die Wahrheit. Notruf nutze ich nicht. Notruf nutze ich generell nicht. Ich sag dir auch warum.
weil ich keinen Bock habe, meine Position an Leute zu vergeben, die ich nicht kenne. Und die ich nicht bewerten kann. Also, Notruf ja, sehr gerne, wenn die Leute bewertet werden können und eine persistente, dauerhafte Bewertung haben. Dann gerne. Aber das ist mir echt zu heiß. Das ist einfach eine generelle Angewohnheit von mir. Ich denke, viele werden das ähnlich sehen. Das ist ungern nutzen. Ja, Crimestead bezahle ich gleich noch, genau. Ging das in Lorville eigentlich im Hangar? Ich weiß gar nicht, wo die Displays sind. Die waren ja nicht hier, ne? Also noch kein Notruf, egal wie rum der negativ war. Ach so. Ja, umso besser. So, jetzt kann ich auch mal mein Geld zeigen. Ne? 322.828. Das ist doch nice. Sehr schön. Geht jetzt ein bisschen was weg wegen Crimestead? Habe ich 30.000 kostet? So, Dankeschön, Vincent the Hedgehog für 13 Monate auf Stufe 1. Und, ich hab's nicht vergessen, war noch gerade im Stress. Lieber Serge Show, Dankeschön für 10 verschenkte Abos. Ach verdammt, jetzt sehe ich aber nicht mal an wen. Lieber Serge Show, Dankeschön. Danke, danke, danke. Das ist sehr lieb. So, Crimes zu bezahlen, geht das hier vielleicht? Hier geht's. So. Zweiercrime geht ja. Ja, 32.000. Let's go. Ich zahle das gern. War meine eigene Dummheit. So, Dankeschön. Keine Traubi für 100 Bits. Let's go. Ja, schön. Kurz die Aurora claimen. Das geht sauschnell. Nach fast einem Jahr kann man da schon mal einen springen lassen. Da freue ich mich immer. Wenn ihr diesen sehr stark monetarisierten Channel supportet. Dankeschön. Ich warte jetzt mal kurz auf meine Aurora. Ich brauche die jetzt eigentlich eh nicht mehr. Ich habe jetzt den Plan. Ich will mir jetzt direkt ein größeres Schiff nicht kaufen. Das wäre zu teuer. Sondern ausleihen. Für einen Tag nehme ich eine Freelancer. Bei dem grausamen Tod wurde ich ja gezwungen, was zu spenden. Es geht immer nur ums Geld. Punkt. Ach, der Hype ist da. Da bin ich dabei. Dankeschön. Einfach Tobi für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Andromeda. Nee. Sehr unkonventioneller Ansatz, um zu starten, LUL. Aber funktioniert, Ralf Günther. Funktioniert sehr gut, wie du siehst. Danke für 300 Bits. Und Dankeschön zu Frox für 13 Monate auf Schweins. Nach einer langen Star-Season-Pause bin ich auch wieder am Start. Sehr gut. Warum denn lange Pause gemacht? Hast du Stress oder hast du die Lust zwischendurch verloren? Kann ja passieren. Ja, es ist eigentlich ein guter Punkt, ne? Ich könnte mir auch die Andromeda holen. Die ist natürlich besser. Die hat 96 SCU. Die kostet aber 70.000, ne? Die Freelancer kostet nur... kosten die? Ein paar 30. Ich überlege halt, ob sich das lohnt, die Constellations überhaupt zu holen. Dann haben wir mein Schiff spawnen jetzt hier. Hallo? Ah, jetzt Hangar 9. Eigentlich reicht mir eine Freelancer. Viel Stress und viel zu tun, dann war nicht mehr viel Freizeit übrig. Ja, man kennt es. Aber schön, wenn du wieder da bist, freue ich mich sehr. Am liebsten würde ich mir die Freelancer Max ausleihen, geht aber nicht. Die Max kann man leider noch immer nicht ausleihen.
Die wäre preis-leistungstechnisch fantastisch. Oder die Taurus wäre auch geil. Hallöchen, Rock McThunder. Und Dankeschön, Harlekin, für ein verschenktes Abo an den Antrax. Dankeschön. Also der Cutlass. Die ist auch okay. Die ist auch ein bisschen günstiger als die Freelancer. Das Problem bei der Cutlass ist, die hat ballistische Waffen drauf. Und das mag ich nicht so. Man hat sehr schlechte ballistische Waffen drauf. Die Freelancer ist da wesentlich, wesentlich geiler. Aber die Constellation überlege ich auch gerade. Ist ein guter Punkt, ne? Ich gehe halt erstmal damit es wieder ein bisschen ins Minus vom Geld, aber es soll sich ja langfristig lohnen heute. Ich werde aber die Freelancer nehmen. Warte mal, wie ist denn das beim Quantum Drive? Die Freelancer, die hat welchen drin? 124.000. Und die Constellation Andromeda hat 74.000. Ne, ich nehme auf jeden Fall die Freelancer. Die ist ja doppelt so schnell. Das ist wichtig für nachher. Das spart einfach Zeit. Hat das Black und Rock und Up, hat er nicht suchen. Nee. Ich hab eine bessere Idee. Ich hab mir extra ein paar Sachen überlegt und ein paar Sachen aufgeschrieben. Und ich will halt eben nicht den normalen Standard machen. Also Rock Mining oder so. Nee. Will ich eigentlich gar nicht machen. Wäre eher Notfallplan. Eine viel bessere Idee. Verrate ich euch dann aber gleich erst. So, dankeschön, Old Myth Draenor für 15 Monate auf Stufe 1. Brauchen halt auf jeden Fall ein Schiff mit bisschen Frachtraum, das ist wichtig. Wake of Disaster looten gehen? Nö, habe ich nicht vor. Ist mir zu riskant, 150.000 in die Luft pusten und dann ist vielleicht gar nichts zu holen? Nein. Das mache ich nicht. Ich habe bessere Ideen. Aber es glaubt oder nicht, eine der Ideen ist tatsächlich eine Exploration-Idee, die ich jetzt gleich versuchen werde. Die sehr rentabel sein könnte, wenn ich Glück habe. Das ist mal eine richtig gute Idee mit dem Zero to Hero. Das finde ich echt spaßig. Ja. Ja, ich habe gestern hat es irgendwer vorgeschlagen und viele fanden es cool und dann machen wir es auch gleich. Jelenat finden? Nee. Nebel macht den Aurora Pirat und kampft die Goldroute ab Kappa. Yeah. Danke für eine Nee. Ich habe auch keinen Ruf hochgespielt. Also ich habe auch jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich cheate mal jetzt richtig viel Geld über Bounties oder so. Ihr seht's. Ich bin nur Probemitglied. Auch hier Security habe ich nichts hochgespielt auf dem Account. Auch hier nicht. Ich habe nichts. Ja. Deswegen, das mache ich alles nicht. Würde auch zu lange dauern. Das wäre auch nicht fair, wenn ich jetzt mit hohem Ruf irgendwie die Bounties cheate. Nee. Aber dummerweise mein Starterpaket eingeschmolzen für Cutter Rambler Standalone. Jetzt habe ich keinen Zugang mehr auf das Game. Das ist doof. Dann schmelzt die Cutter Rambler ein. Und warte, ich zeig das dir. Schau mal kurz was bei dir nach im Account. Und zwar, wenn du mal bei dir hier reingehst in den Webhanger und dann auf Buyback Pledges drauf drückst, dann hast du wahrscheinlich hier oben auch in gelb eine Opportunity to buy back a pledge. Ne? Das müsstest du haben. Und dann kannst du deine Cutter Rambler einschmelzen und von dem eingeschmolzenen Geld kaufst du dir dann dein Game Package zurück. Das ist ja nicht teurer geworden. Und dann hast du, und dann benutzt du deine Store-Credits, weil das geht nämlich mit dem Token. Da kannst du es wieder zurücktauschen. Weil du hast dir ja wahrscheinlich die Cutter Rambler mit Store-Credits gekauft und da hat es auch keinen Nachteil für dich, also es ist rum wie numm. Achso, du musst 24 Stunden warten, stimmt. Ja. Ja, das ist doof. Da kannst du erst morgen wieder spielen. Auch wenn Rabatt hatte. Er kann keinen Rabatt gehabt haben, weil er hat ja die Cutter Rambler mit Store-Credits gekauft, hat er gerade geschrieben. Und da gibt es ja keinen Warbond. Von daher müsste das eigentlich passen.
ging ums Game Package. Der Rabatt dürfte dann mit dabei sein beim Game Package. Das muss er bei sich dann individuell gucken. Das Einzige, was du verlierst bei Rabatten, sind irgendwelche Warbond-Upgrades-Geschichten. Also bei Upgrades gilt das. Bei Game Packages, wenn da ein Rabatt dabei ist, der müsste noch enthalten sein. Ist es normal, dass Skins für Concepts-Schiffe noch nicht im Inventar angezeigt werden? Ja, für die Zeus auf jeden Fall, richtig. Also die Skins werden erst mit dem Schiff geliefert, das ist normal. Mach doch mal Piraten-Lifestyle. Ich hatte gestern einen vollen Crime, war danach freiwillig 18-30 Stunden im Knast, hab da auch gearbeitet. Und nur weil der Comrade bei Celine gebuggt hat und ich mir bei Elite Crusader Rüstung in Carrea holen wollte. Ja, ungern. Also, wie gesagt, es gibt aktuell leider einen gravierenden Fehler im Spiel. Und der sieht so aus. Du bist im Clasher, du hast deine Zeit abgesessen oder abgearbeitet, gehst zum Fahrstuhl, drückst drauf, dann wird das Bild eher schwarz. Dann kommst du eigentlich im Eberus Harbor raus. Aber es kann leider passieren, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass der schwarze Bildschirm bleibt. Und dann ist dein Account verbuggt. Dann hast du keine Chance mehr und du kommst nicht mehr ins Spiel. Gar nicht. Und zwar bis zum nächsten Patch. Und genau deswegen werde ich versuchen, nicht ins Clasher zu kommen. Das ist echt gefährlich. Weil du weißt nie, wann der Bug kommt. Und das kann dich halt treffen. Es hat schon einige andere hier getroffen. Und der ist immer noch ungelöst. Also der ist auf dem PTU gelöst, aber es hilft dir ja nicht, ne? Deswegen würde ich davon abraten aktuell. Jeder, ein Dankeschön für 14 Monate auf der Stufe 1. Und Horace, danke für den Follow. Warum machen die ja keinen Live-Hotfix? Ja, weil das offenbar nicht geht. Es gibt Sachen, die kann man nicht Live-Hotfixen, leider. Oh, ich war gemutet, Entschuldigung. Einen solchen Fehler beim jetzigen Stand meiner Meinung nach nicht mehr vertretbar, sagt Sodagona. Habe ich gerade nur gesagt, ich gebe ihm teilweise recht. Das Problem ist aber nicht der Fehler, der kann schon vorkommen in der Alpha. Das Problem ist der fehlende Charakter-Reset. Wir haben nur diesen blöden Charakter-Repair, der bringt ja fast nichts. Und ja, das ist eher das Problem. So. Unsere Leiche looten gehen. Dankeschön, Schnackenbauer für 24 Monate. Ja, 2 Jahre voll. Oh, apropos 2 Jahre. Ich werde dann gleich nochmal während des Streams parallel die Datenbank aktualisieren. Heute ist Stichtag. Heute ist Stichtag für die Subscriber-Karten. Oder auch für die Leute auf YouTube, die Kanalmitglieder. Das heißt, wer sich bis heute anmeldet für die Subscriber-Karten, der ist dann auch in der ersten Welle noch mit dabei. Alle, die dann ab morgen sich anmelden, müssten noch ein bisschen länger warten für die zweite Welle. Ist aber nicht viel länger, nur dass ihr Bescheid wisst. Alle, die sich heute anmelden, sind
auf jeden Fall in der ersten Welle mit dabei. Und die dürfte dann Ende Januar, Anfang Februar an euch rausgehen. Mal gucken, wie schnell wir sind. Wer jetzt heute 24 Monate voll kriegt, wie Schnackenbau zum Beispiel, noch kurz Geduld, ich mache nachher nochmal ein Update in der Datenbank, dann könnt ihr euch noch eintragen. So, da liegt eine Waldleiche. Hallöchen Eisdandy, moin moin. So, ein bisschen weiter reinfliegen können wir, oder? Baum. So, passt das schon, ne? Ja, das sieht gut aus. Okay. Muss ich jetzt halt mal ordentlich looten, dass mein Kram dann nicht verschwindet. Ich mache mal jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt meinen Traktorstrahl. Trage mich selbst in die Aurora. Ja, dieser Traktorstrahl. Alter, still! Was? Oh Mann. So, rein da, mein Freund. So. Aber Folgendes. Jetzt ziehen wir uns hier einmal in die Aurora aus, komplett. Weil sonst backt das nämlich rum. Am. Und dann ziehe ich mich vernünftig wieder an. Ich habe mich quasi selbst geangelt, genau. Dankeschön, Grizzly, für 30 Monate auf der Stufe 1. Guten Tag. Moin moin. So, Undersuit, Höschen, Brust, Ärmchen, das da und dann noch den Kopf. Waffe. Das da. Pistole, Medikram, Munition. Das da. So, so, so. Visier will er nicht haben. Ah, oh, ich sehe nichts. Dieses Scheiß. Jetzt. Das ist einfach so nervig. Okay. Leiche wieder raus. Bitte mal den Link zum Eintragen in die Liste für die Karten. Unterm Stream bitte. Mal runterscrollen ein Stückchen. Da hast du unten dieses Bild. Da hast du die VIP-Karten und daneben sind die Subscriber-Karten. Diese bunten. Wenn du da drauf drückst, dann kommst du zum Formular, wo du dich mit Twitch anmelden musst. Und dann, wenn das 24 Monate voll sind, dann kannst du da deine Daten hinterlegen. Adresse, Name und so weiter. So, perfekt. Ja, war doch super. Mr. Schröder, Dankeschön für 22 Monate mit Prime. Auch schon auf dem Weg zu 2 Jahren. So. So, Size the Data mache ich jetzt als nächstes. Gibt 50.000. Und ich brauche auch da kein anderes Schiff, kann einfach 50.000 Tacken direkt mitnehmen quasi. Wenn die Quest denn angenommen wird. Hallo, Quest? Ach, das Server wieder. Ja, müssen erstmal hier rausfliegen. Das ist ein Grund, dass Stufe 1 eine blaue Karte bekommen. es ist ja eigentlich türkisblau, ne? Das ist verbuggt, man kann es nicht annehmen. Echt? Kann man gar nicht annehmen? Das ist aber doof. Na gut. Aber nicht stimmt. Ich brauche noch ein paar andere Sachen. Dann machen wir dabei Folgendes. Na gut, wir können auch die Boarding. Dann machen wir mal hier die Boarding Action. Das ist auch gut. 45.000, die ist auch super.
und gibt wieder extra Geld von Call to Arms. Auch da brauche ich jetzt kein besonderes Schiffchen oder irgendwas. Geht einfach so, auch als Neuling, als Starter, kein Problem. Das Schöne ist ja, du kriegst für jeden gekillten NPC 500 bis 1000 Tacken extra. Einfach so, einfach nur so durch Call to Arms. Und Boarding Action hat wie viele Gegner? 20, glaube ich. Ne? Könnt ihr euch ausrechnen, das ist eine Menge Geld, was man als Bonus bekommt. Plus den Datenkram, wenn man noch ein bisschen Glück hat. Ja gut, Anfänger kann sich in der Aiden Jump verlaufen, aber das ist trotzdem etwas, was wirklich jeder easy machen kann. Genau, die Anfangsschiffchen, die du da killen musst, geben auch noch mal ein bisschen Geld. Sind auch recht leicht. Alles macht man mit der Aurora. Dankeschön, nur für eine Kani, für ein Follow. La 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 la. Oh, Notrufsignal. Und wir sind sogar noch auf der guten Seite diesmal. Wir helfen. Ja, die Missionen sind über Microtech. Es gibt auch die gleiche Mission bei Area 18, glaube ich, irgendwo. Also bei A-Corp. Aber da habe ich die jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Kann sein, dass sie die umgelegt haben. Hallöchen, Jürgen. So, da ist die Aiden Anti-Jump. Müssen aber noch kurz warten. Es kommen noch verbündete Schiffe. Und, also Piratenschiffe. Oder kommen die nicht mehr? Hallo Anfängerknebel. Oh, ich bin da. Kommen jetzt keine Schiffe? Eigentlich kommen ja welche. Und keiner? Ja, dann gehe ich jetzt einfach so rein. Auch okay. Im schlimmsten Falle kommen sie später. Und die Quest hat noch was anderes Angenehmes. Zumindest teilweise angenehm, das zeige ich euch gleich. Noch ein kleiner Trick, sozusagen. Oh, EVA, oh nein. Das ist aber auch wirklich nass. Das ist unglaublich. Unfassbar, jetzt geht's. Die Muni wollte ich noch anlegen. So, haben wir genug Schuss, hoffe ich. Dankeschön, Predator, für 4 Monate mit Prime. So, ein paar wurden schon gekillt vom Security-Personal. Noch mehr hier oben. Ah, die geben mir irgendwie kein Geld, oder? Kann das sein? Ach, die Munition immer. So, die haben wir auch. Ah, schade, die geben kein Geld. Oder die Anzeige ist verbuggt. Das kann natürlich auch sein. Ist denn das Data-Hacking-Ding hier? Nee, ist nicht hier. Wie schade. Na gut, gehen wir erstmal runter. Okay, haben wir auch. Dankeschön, Commander Roman, für den 15 Monat Prime. Vielen, vielen Dank. Okay, hier ist auch keiner.
Dann. Nee, gerade. Ja, dann gehen wir. Erstmal weiter. So, 6 Leben noch. Hier ist Hacking. Aber das Hacking Objective ist offenbar verbuggt. Ja, wurde auch nicht angezeigt. Na gut. Schade. So, Fahrstuhl. Müssen wir einmal runterfahren. Ist schnell verdientes Geld, ne? 45.000, einfach mal so. Schade, dass der Bonus nicht noch zählt, aber gut, man kann nicht alles haben. Erstmal hier lang. 5 Leben noch. Jetzt wäre halt eine Granate geil. Aua. Noch einer lebt noch. Wo ist denn der eine? Da ist er, ich sehe ihn. So. Perfekt. Und das Schöne ist jetzt folgendes. Wir haben jetzt hier eine Krankenstation auf der 890, die wir auch nutzen können. Die müsste jedenfalls gehen. Schauen wir mal. 45.000 Tacken. Dann können wir uns gleich die Verletzung heilen. Ja, müsste eigentlich klappen. Ja, zack. Also auch das ist eigentlich sehr einsteigerfreundlich, muss man sagen. Wenn man das ein bisschen weiß zumindest. Den Traktorstrahlabstand ändern. Das ist normalerweise auf Alt-Mausrad. Also muss also die Alt-Taste mit gedrückt halten dabei. Frag mich bitte nicht warum. Ich habe es unbelegt auf nur Mausrad. So, es gibt noch was Schönes. Nämlich, ihr könnt hier direkt euer Schiff upgraden. Wenn ihr eine Aurora habt, könnt ihr jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt lieber diese Origin 3D. Ja? Könnt ihr einfach klauen und benutzen. Ist auf jeden Fall ein nettes Upgrade. Was ihr nicht könnt, ihr könnt damit nicht traden, weil das nicht euer Schiff ist. Aber die ist ansonsten voll funktionsfähig, ist auch vom Kampf her stärker als die Aurora und hat ein paar Annehmlichkeiten dabei. Die auf jeden Fall nett sind. So. Anker ist offen, also kann man hier einfach rauslegen. Wenn er fliegen würde. Ah, jetzt. Wuppdiwupp. Besseres Schiff. Einfach so for free. Das ist doch mal nice. What's 65 degrees? Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there were rain.